okay, wir sind jetzt im DM, das heißt, Leon wird jetzt seine Produkte für uns shoppen, ne? Ja. Womit fangen wir an? Wir fangen mit der Reinigung an, weil das ist das größte Problem bei vielen. Okay. Vamos. Okay. Weil er Reinigungsöl günstig und gut, also ist wirklich sehr effektiv. Damit kriegt er Make-up-Butter und die super Real-Technik-Schwämme kriegt man damit unfassbar mit sauber. Also kein Scherz. So, für die, die aber sagen, ich habe keinen Bock auf ein Reinigungsöl, da gibt es zwei Waschgele. Einmal das Balea Med, das ist ziemlich mild formuliert und parfumfrei. Und das von Simple, das ist auch ziemlich mild, das ist sogar milder als das hier. So, als nächstes machen wir Gesichtswasser. Da gibt es nur ein einzig gutes, das ist das Balea Med. Also für die, die Auswasser und eine Reinigungsmilch haben wollen, weil es gibt auch Leute, die so eine Reinigungsmilch für morgens wollen, Balea Med sensitiv. Generell, Balea Med ist das Beste, was DM rausgebracht hat. Das ist wirklich gut dafür. Was ist los mit dir, Hatice? Dein Ninja. Das ist halt sein Channel. Das ist jetzt mein Channel. Ich nehme über Gebäck. I'm a professional, okay? Ich bin nur der Korbträger. Nein, du färbst doch auf mich so negativ ab. Ah, ja, stimmt. Schlechter Einfluss. Mhm. Balea Med, nee, Balea Aqua? Balea Aqua. Als Körperpflege, sehr gutes Ding. Und dann, die ist auch sehr nice. Die kann man sogar im Gesicht verwenden. So nice finde ich die. Ah. Die finde ich richtig gut. Oh, cool. Die sind echt geil. Ich mag Komm, die. Hier. Die hatte ich nämlich vorher. Ah. Und die sind mir zu expensive auf Dauer. Und ich hasse so... Nee, Das ist meine Wahl. So, für die, die ganz empfindliche Kopfhaut haben, das ist ein sehr solides Shampoo. Relativ mild kann man machen. Schäumt auch ganz gut. Ist ohne Silikone. Ist jetzt nicht schlimm. Also Silikone sind nicht schlimm, aber... Nehmt, was ihr wollt. Das ist alles das selber. Und ich glaube, das wären so die Basics. Damit hätten wir die Basics. Wir gehen mal ganz kurz zum Sonnenschutz. Und dann ballern wir noch ganz kurz die Masken durch. Davon am besten mal gleich 50 Stück einpacken. Das ist der wahre Shit. Für ganz trockene Haut ist die echt gut, weil hier Urea drin ist. Mhm. Die ist wirklich gut für richtig trockene Haut. Die kann aber so ein bisschen kleben. Aber die ist gut. Also wirklich, die ist an sich richtig gut. Mhm. Mehr hat die nicht zu bieten. Babyabteilung wollte ich noch. Dann können wir machen. Einmal hoch. In die Babyabteilung. Bist du schwanger? Oder warum willst du da hoch? Ja, ich bin schwanger. Von deinem Neid. Hier ist ganz viel. Und ganz viel, was wir nicht brauchen, so Glitzergedöns. Warum sind wir in der Babyabteilung? Weil Babyfliege nicht nur für Kinder ist. Auch sehr gut, auch sehr gut. Generell das hier. Guck mal, ein super Starter-Set. Tschüss. Gesundheit. Gesundheit. Intense. Richtig Quality-Content heute. Hey, es gibt Leute, die machen das zweimal die Woche. Aber nur mit ihren Kindern. Halloween ist vorbei. Weißt du, dann sagen mir die Leute, ich hab einen Knacks. Can't be late. Kommt die Videos, Jungs. Das ist Gratis-Content. Ich auch. Das war so ein scheiß Stick. No offense. Das ist so ein Cooling Water Stick. Von Milk? Mhm. Ich habe von denen das Setting Spray mir gekauft, weil Leute wollten die Riffy dazu haben. Hab ich das Setting Spray von denen? Ich hoffe nicht. Es ist einfach nur Menthol mit Alkohol. Amazing. Love my aesthetic. Hi Leute, die Modi ist back on track, aber diesmal nicht alleine. Moin! Ich bin's, der Dicke aus dem Internet. Auf jeden Fall habe ich Leon mit im Gepäck und zwar für die Runde 2. Ich möchte einmal kurz anmerken, wie cool ist es, dass man sich auf der Straße trifft und dann so coole Sachen entstehen? Das Ding ist, wie traurig ist es, ich hätte dich halt legit nicht angesprochen. Maike, ich liebe dich, danke. Und ich hätte nie erfahren, wer du bist. Ist halt wirklich so. Man sollte mehr Leuten Chancen einfach geben, no joke. Ja, das ist halt echt wirklich verrückt. So. Aber danke dafür. Für was? Du Nichtsgönnerin, du gönnst anderen nicht. Oh, ja, du nimmst andere aufs Channel, ja, aber du gönnst nicht, du gönnst nicht. Wir machen heute das, ich glaube, das war das meist angefragte, oder? Geiles Video. Achso, sorry. Danke für euer immens krankes Feedback. Das war echt nicht normal. Also ich habe nicht mit so viel Positivem gerechnet. Du, ich dachte, Leon hat was zu sagen und warum nicht hier? Und ich hätte auch ist nicht gedacht, selbstverständlich. Dass das so ein Ja, du für mich. Das war jetzt auch kein Video, wo man sagt, das bringt Klicks, sondern es war wirklich so, dass man sagt, okay, der hat was zu sagen, lass den Jungen mal sprechen. Genau. Und jetzt siehst du, die Leute feiern's und ich freue mich darüber, dass die Leute es feiern. Oh ja, Dito. Und wir dachten uns dann so, okay, euer Wunsch, unser Befehl, ihr wolltet Drugstore, ihr kriegt Drugstore.
Die beste Hautpflege meiner Meinung nach außer Drogerie. Ich habe sehr viel ausprobiert. Ich kenne sehr viele dieser Produkte sehr gut. Ihr kriegt hier nur Empfehlungen, wo ich dahinter stehe. Das ist nicht so bla bla und Hauptsache okay formuliert. Es geht wirklich darum, good skincare. Cool. Und würde sagen, wir fangen auch direkt an, oder? Also du kannst deinen Kanal heute, keine Ahnung. Vorab, ich möchte nur ganz kurz was anmerken. Leute, tut mir einen Gefallen. Ich hab jetzt durch Hatice einfach diese Welt ein bisschen kennengelernt. Und es ist durchaus eine sehr interessante Welt. Ich kann immer nur sagen, Support ist kein Mord, Kinders. Einfach mal einen Daumen da lassen. Es tut keinem Menschen weh. Es ist halt immer wieder krass, immer wieder, wenn ich herkomme, denke ich mir so, warum machen die beiden sich so viel Mühe? Ja. Das ist so eine Leidenschaft dahinter. Das frage ich mich auch manchmal. Weil es leider nicht gewertschätzt wird. Hallo meine Lieben. Nein, das Ding ist, es ist so, so cool, dass man Leuten helfen kann über YouTube. Es ist wirklich legit so crazy. Unrealistisch, wie viele Leute schreiben, ey, euer Video hat meine Haut verändert. Ärzte haben es nicht geschafft. Ich habe so viel probiert, ich habe Medikamente bis zum geht nicht mehr. Und die meinten, ich höre seit einem Monat auf deine Hautpflegetipps, auf eure Tipps. Also, drehen durch und ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr mir die Chance einfach gebt, mir zuzuhören, weil ist nicht selbstverständlich. Ist es nicht. Aber wie gesagt, nochmal, wir beide sind keine Dermatologen, keine Experten. Das ist einfach nur unser Senf zu allem. Übrigens, riesen Shoutout zu unserem DM hier in Bielefeld, und zwar der neue, weil wir da drehen durften. Also wir haben eine... Ich habe mich um die Drehgenehmigung gekümmert, damit das ein bisschen aufregender ist. Da so Leon ein bisschen beim Shoppen und so. Genau, also... Vielen Dank. Ist nicht selbstverständlich, muss man einfach anmerken. Ja, okay. Erzähl du mal und ich hole den Tee. Host bei den Tee, yes, work. Okay, fange ich jetzt einfach so nebenbei an? Love this idea. It's my channel now. Hello, it's me, Leon Schmidt. Ich wurde hier adoptiert. Hatice, we don't know her. Kinders, Reinigung. Wir haben hier systematische Pflege. Das ist ein System. Reinigung. Viele fragen, brauche ich einen teuren Reiniger? Nein, braucht ihr nicht. Ihr könnt, aber braucht ihr nicht. Wir fangen mit dem effektivsten Produkt meiner Meinung nach an. Leider auch Drogerien, Marken, hört zu, Reinigungsöle. Itzsechit.com, also wirklich, das Balea-Reinigungsöl. Da steht drauf für trockene Haut. Ignore the... Oh, thank you for the tea. You're welcome. Hier steht trockene Haut drauf. Das ist so, das ist so ein Label, das kann jeder benutzen. Egal ob öliger, ihr wascht das runter. Auf die trockene Haut auftragen und dann einfach einarbeiten, euer Make-up. Du kennst es selber, Reinigungsöle, Reinigungsbutter, alles geht weg. Alles das ist wirklich, also Reinigungsöl, top, das ist wirklich ein Top-Produkt. Also es gibt immer bessere, keine Frage, aus Textur, aber wir reden hier von 3 Euro maximal, kein Plan. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt Full-Face-Make-up on, könnte ich damit meinen... Exactly. Und dann runterwaschen. Ja, du nimmst, ich würde wirklich, wenn du Full-Face trägst, so richtig Full-Face, dann würde ich sagen, 6 Pumpstöße, gib ihm. Verteilen, richtig einarbeiten, auch an den Schläfen, gerade da, wo man zu picken tendiert, immer intensiv einarbeiten, aber nicht aggressiv, sondern einarbeiten, mit Wasser aufemulgieren, runterwaschen. Mhm. Und eigentlich ist in der Regel alles weg. Wer jetzt sagt, oh, meine Augen, ich will nicht, dass ölig wird, Wattepad oder auch am besten recycelbares Wattepad, die man sie kaufen kann, diese Mikrofaser, die waschen kannst, die sind super dafür, mit einem Augen-Make-up-Entferner tränken und warm aus. Also falls ihr wirklich die Augen nicht machen wollt vorher. Okay, und dann habe ich noch eine Frage dazu. Du meintest, damit kriegt man diese ganzen Beauty-Schwämme sauber. Wie machst du das? Also ich habe ja eins... I love my life hack life. Ja, ich habe ja meins aus Japan. Ich weiß nicht, wie das heißt. Kostet auch nicht viel. Ja. Und das kriegt... Weil ich werde auch immer gefragt, wie kriegst du es hin? Labo? Nee. Achso, okay. Dann versuch werden. Und sie fragen auch, wie kriegst du deine Schwämme sauber? Also ich wasche meine Schwämme nach jedem Nutzen, also niemals zweimal oder so. Importante. Genau, und dann mit dieser Seife, aber wie machst du das damit? Falls ihr so einen, disgusting Schwamm habt, ja, dann nimmt man ein Reinigungsöl, pumpt ordentlich rein. Das muss getränkt sein, Kinders. Da braucht man ein bisschen Produkt, muss ich zugeben. Dann arbeitet man es ein und dann wäscht man es aus. Genau, also das Reinigungsöl für jeden ist für jeden. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ach, ich will aber morgens gerade benutze ich kein Reinigungsöl, weil keine Lust. Da habe ich 4 Produkte, aber ganz kurz. Für die, die eine Reinigungsmilch verwenden wollen, Balea Med Reinigungsmilch ist wirklich einfach ein solides Produkt. Auftragen auf trockene Haut und dann runterwaschen. Machst nichts verkehrt mit. Ist relativ gut für trockene Haut, muss ich zugeben. Also für sehr ölige Haut kann es auch funktionieren, aber gerade trockene Haut ist eher so ein Reinigungsölmensch. Nicht verzweifeln, so Milch kriegt Make-up meistens nicht so gut runter. Also das wirklich morgens, wenn ihr aufsteht und man schwitzt ja nachts auch mal gern, damit einfach die Reinigung beginnen. Und für die sagen, ich will aber, so eine häufige Frage, kannst du uns ein günstiges Reinigungsgel zeigen? Ja, kann ich. Wir haben 2 Reinigungsgele, einmal das Balea Med Ultra Sensitiv und einmal eine Marke,
Die ist so aktuell super gehypt. Simple Skincare. Ich muss zugeben, ist wirklich solide. Also gerade für Drugstore ist wirklich solide. Kostet alles unter 5 Euro bis jetzt, glaube ich. Ich glaube, ja. Also nichts, was wirklich zu viel ist. Die beiden, absolut solide Produkte. Das hier ist meiner Meinung nach ein bisschen aggressiver formuliert als das hier, im Sinne von, dass hier ist einfach ein bisschen Glycerin drin, aber völlig Wumpe, beides wirklich sehr, sehr solide Produkte, kann man beides machen, habe ich auch beide schon öfter benutzt, kann man definitiv machen. Und würde ich sagen, ich brauche einen Reinigungsschaum, weil ich stehe drauf, Balea Man Sensitiv ist wirklich ein super Reinigungsschaum, kann jede Frau benutzen, dieses Gender-Labeling kotzt mich so sehr an, es ist völlig Wumpe, ob da jetzt Man draufsteht oder Woman, also ihr könnt das auch benutzen, auch mit anderen Geschlechtsmerkmalen, falls ihr das wissen wollt. Wurde ich tatsächlich gefragt unter meinem Post, okay, kann ich das benutzen als Frau? Of course. Es ist unparfümiert. Das ist wirklich, no joke. Ach schon, ist schon gut. Also ja, gerade. Aber sind so Schaumformulierungen nicht recht aggressiv? Ja, schon. Aber das ist mit sehr milden Tensiden. Ich glaube, ich habe die Befürchtung, dass die ein bisschen intensiver sein können, sozusagen. So ein Schaum kann mild sein, kann aber furchtbar aggressiv sein. Also was man so, wenn ein Reinigungsschaum viel Make-up runterbekommen soll, dann ist er meist sehr aggressiv formuliert. Da müssen die Tenside, also das, was schäumt, hochkonzentriert werden. Völlig egal. Das ist wirklich ein milder Schaum. Sehr solide, kann man machen. Benutzt du sowas? Bist du so ein Reinigungsgel-Schaum-Queen? Also ich habe ja so meinen Cleansing Balm, so ne, diese ganzen Balms. Damit kriege ich halt einfach alles runter. Und für Augen-Make-up nehme ich 2 Phasen. Jo. Für Waterproof. Und nach diesem Balm nehme ich dann nochmal einen Gel-Cleanser. I'm offended. Ja, zweifacher Wasserkontakt ist nicht so geil. Aber ich, kleiner Tipp, mach dein Reinigungsöl drauf, dein Balsam. Und trag auf den Balsam das Gel auf. Dann hast du einfachen Wasserkontakt. Ja. Funktioniert komischerweise sehr gut. Double Cleansing wirklich in einem Schritt ist gar nicht so verkehrt. Ja. Weniger Wasserkontakt ist wirklich gut für die Haut. No joke. Je mehr, desto mehr. Mein Brain. Für das Gefühl, das ist so, wie Leute sagen, ich brauche dieses cleane Gefühl, dass Nee, das nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich trotzdem noch Rückstände habe von. I love the skin, sorry. Bis glow. Ich meine, kann man ganz kurz einmal. Könnt ihr mal ausprobieren, einfach mal durchprobieren. Wird nicht für jeden alles funktionieren, aber so ein bisschen try. Ich glaube, bei den Preisen lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster heraus und sage, das ist in einem Preisbereich, da kann man sich mal durchtesten. Ja, finde ich auch. Bei 20, 30 Euro kann ich verstehen, dass man sich jetzt nicht 3 Tuben kauft, um dann erst herauszufinden, oh, mag ich das so, ne? Also no offense, ne? Du hast mir das La Mer Reinigungsgel gegeben. Ja, das war für mich zum Beispiel zu aggressiv. Ich habe das 2 Wochen im Stück benutzt. Das war sehr austrocknend. Ja. Das war intensiv. Vor allem der Duft, no offense, meine Hände raus. Ich habe es halt, vielleicht benutze ich es zur Handreinigung, man weiß es nicht. Mhm. Also ich mag den La Mer Duft. Das riecht gut, aber es ist so, meine Hände riechen selbst noch abwaschen danach. Das fand ich schon ein bisschen intens. Ja, ja, ja. Ist nicht schlimm, aber mein Gott, es gibt Leute, die mögen es, ne? Wie gesagt. Man muss dazu sagen, es gibt auf dem Markt für alles Produkte. Jeder, eine Frau, die La Mer kauft, die kauft nicht nur das Produkt, sondern die kauft La Mer, kauft diesen Luxus. Das muss man einfach akzeptieren. Ich finde, man soll auch aufhören, dieses Luxus-Bashing immer. Ja, ich finde, alles in der Drogerie nervt mich auch so maximal. Ich respektiere alle Geldbeutel. Ich finde es auch toll, wenn ich in der Drogerie ein Produkt für 5 Euro finde. Aber man soll mir echt nicht auf den Sack gehen, wenn ich mir dann trotzdem Puder für 60 Euro kaufe. Jeder, wie er mag. Jeder arbeitet für sein Geld. Genau. Und du entscheidest, wofür du es rausgibst. Absolut. Sehe ich genauso. Also ich bin der Meinung, Drugstore, Ansage an alle Drogerien, macht mehr gute Hautpflege. Ihr könnt es, ihr habt die Kapazitäten. Ja. Ihr macht geilen Scheiß manchmal. Ihr schafft es manchmal, geile Produkte zu machen. Aber manchmal gucke ich mir die Produkte, denke mir schon, die 30. Reinigungscreme, die nach Hibiskus, Blüte, Honig riechen soll, da kotze ich nur noch. Das Teuerste an den Produkten ist oft der Duft, dass ihr Bescheid wisst. Ich würde niemals Geld in Duft investieren. Niemals. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Jeder, wie er möchte. Und das Ding ist, wir verkaufen ja auch ein Erlebnis. Ja. La Mer ist Brands sind ein Erlebnis. Deswegen wirklich, no offense an alle. Absolut. Jeder soll benutzen, was er möchte. Aber ich glaube, das sollte auch kein Irrglaube sein. Nur das günstige Produkt ist identisch zu dem teuren Produkt. Exactly. Also es gibt schon noch Unterschiede. Also es ist nicht nur jetzt einfach der Name und man kauft die Atmosphäre dazwischen. Also so zum Beispiel Dupes, da reagiere ich ja ganz allergisch. Das ist meine Allergie direkt. Wenn offended. So Dupes sehe, denke ich mir, dein Revolution Concealer wird ganz toll
lass es nicht Revolution sein. Ist scheißegal, welche. Der Name ist mir gerade eingefallen, ja. Zu deinem Jeffree Star Concealer. Ganz, ganz sicher. Ganz sicher kann ich dir sagen, dass Tarte Patenta eine Textur hat für den, das ist das bekannte, ja, dem. Also nur, just saying, Marken zahlen auch was, ne? Ja. Also die kriegen, klar, es gibt Marken, die full on, ne? Es gibt alles. Es gibt halt alles. Das ist wie bei Influencern. Es gibt Influencer, die das Beruf, den Beruf von anderen, den Ruf einfach schädigen, indem sie Trash-Werbung für alles machen. Es ist nicht schlimm. Jeder soll Geld verdienen, aber nicht mit allem. Ja. Also was ich damit nur ganz kurz sagen will, ist dieses, auch Labeling, ne? Dieses, oh nee, teuer kann nicht und nee, nur teuer ist gut oder billig ist nur gut oder nur schlecht. Es gibt gar keine Entscheidung. Genau. Ich kriege ja oft die Nachricht, kannst du mal was zu der und der Marke sagen? Jede Marke hat Hits and Misses. La Mer hat auch geilen Scheiß, wo ich sage, Ingredients sind amazing. Gleichzeitig sage ich aber, 300 Euro ist einfach nicht in meinem Geldbeutel. Aber für die, die es interessiert, die sagen, ich möchte La Mer. Die sollen sich das bitte kaufen. Aber dann sage ich... Eine Frau oder ein Mann, die das Geld so über hat und sagt, also 300 Euro... Gönn dir bitte. Die wird auch dran glauben, dass es für sie gut ist oder für sie funktioniert. Und das soll man ihr dann auch lassen. Ja, finde ich auch. Die wird wahrscheinlich Santé gar nicht kaufen oder Balea, weil ihr einfach das Feeling fehlt. Also nicht nur, aber es kann halt durchaus. Es ist auch das Packaging alleine. Mhm. Du öffnest was, du riechst es und. Wir können das Ewigkeiten ausführen, das führt zu nichts. Aber macht, was ihr wollt. Ich judge keinen Menschen dafür. Wenn jemand mich fragt, was sagst du zu La Mer, dann sage ich dir meine Meinung. Mehr nicht. Mehr ist es. Also jeder hat seine Meinung. Meine Meinung ist genauso wertvoll wie deine. Interessiert aber keinen. Ist deine Meinung, meine Meinung. So, don't get offended. Falls sich jemand gerade angegriffen fühlt, calm down, Mariah. Next step. Gesichtswasser. Für mich persönlich kein Step, für den ich sterbe. Leute wollen Gesichtswasser. Also habe ich extra zwei. Also verstehe ich jetzt, weil da steht Gesichtswasser, verstehe ich darunter Toner? Toner, ja. Gesichtswasser ist nicht unser Toner. Also ich muss sagen, wenn ich einen Toner auftrage, geht die Feuchtigkeitspflege danach einfach besser. Das ist auch der Sinn dahinter. Früher wurde halt oft mit Seife gereinigt und Seife hat einen sehr hohen pH-Wert. Keine Seife fürs Gesicht. Ist mir egal, ob ihr sagt, damit kriegen sie alles runter. Ich liebe ja diese Kommentare. Ich denke mir ja, you do you, boo. Alles in Ordnung, hier soll Seife verwenden, aber falls ihr mich fragt, weil ich werde oft gefragt, was hast du zu der und der Seife? Hoher pH-Wert ist nicht gut. Ihr habt einen Säureschutzmantel. Keine Sorge, ich bin für alles vorbereitet. Handseife, die keine Seife ist, weil der pH-Wert ist hier okay. Es ist okay. Seifenfreie Waschstücke. Echt am besten. Das riecht wirklich gut. Ich habe das teilweise in meinem Schrank für meine Klamotten. Ja. Seifenfreie Waschstücke. Typisch türkisch. Ja, ist wirklich Stück so. Stück Seife im Schrank. Sorry. Es ist wirklich... Hallo Mama, ich liebe dich. Das ist, oh mein Gott, türkischer ging es gerade halt gar nicht. Nee, wirklich, ne? Also, komm mal zurück zum Gesichtswasser. Ja, guck mal, das trage ich mir jetzt auf. Hier echt? Kann man doch gut einsteigen. Oh, you work, girl. Ich habe zwei rausgesucht von so Naturkosmetik. Ich muss euch alle... Bitte atmet ein. Ich habe in der Drogerie keinen Naturkosmetik-Marke gefunden, bis heute, die wirklich good ingredients hat. Alles ist parfümiert, bisschen geht nicht mehr. Alle an alle Naturkosmetikfirmen, Küsschen an euch, macht eine sensitive Version ohne Duftstoffe. Sensitiv nur, weil ihr sensitiv draufschreibt. Es ist nicht sensitiv, ja. Just say. Oft wird dieser Name misshandelt damit. Wir haben sensitiv, heißt kein Alkohol, aber 3000% Duftstoff. Ich riech dran und fall um. No offense to the beauty. Zwei Stück. Sante, ist Sante, ja. Sante, das ist Med formuliert. Und Balea Med, Halleluja, sie haben es zurückgebracht. Deswegen steht doch wieder da. Aha. Kannst du es überhaupt lesen? Ich erahne es. Da steht eigentlich, abonniert Hatice Schmidt. Ah, hab ich so gelesen. Ein Sticker bei DM. Das ist wirklich, beide sind solide. Das kostet ein bisschen mehr, weil davon auch nicht große Mengen produziert. Also, gönnt euch, was ihr wollt. Ich wollte halt nur eine Naturkosmetik-Option reinpacken damit. Es tut mir leid, ich wünschte mir, Sante hat diese Reihe alles parfümiert, bis auf das, warum auch immer. Also Sante, vielleicht solltet ihr überlegen, weil das ist wirklich ein solides Produkt. Sante habe ich früher in meiner Naturkosmetikphase benutzt. Ah. Aber ich muss sagen, dass ich nie das Gefühl hatte, dass ich ausreichend das bekomme, was ich habe. Und bin dann irgendwann... Kann ich verstehen. Doch zu diesen Chemie-Coin gegangen, wo ich dann trotzdem einen Effekt habe. Weil Chemie ja böse ist, habe ich gelernt. Weil alles ist Chemie, das ist den Leuten irgendwie nicht bewusst. So. Jetzt habe ich einen Toner. So, dann haben wir ein Serum von No Makeup. Das habe ich jetzt, eine Flasche leer gemacht. Ich fände es, also, hier sind 20 Milliliter drin. 30 wären besser, meiner Meinung nach. Es ist mild parfümiert. Es gibt einen Unterschied zwischen milder und starker Parfümierung. Ich bin dennoch kein Fan davon. Warum ich es benutze, hier ist Inulin drin und Algenextrakt. Beides sehr gute Feuchthaltemittel. Und Inulin kann, also gerade im Darmbereich, kann es die Bakterien, die wir brauchen auf der Haut, also im Darm, aber auch auf der Haut übertragen, kann es sie ein bisschen anreichern. Ob es hilft, das Mikrobiom der Haut zu verbessern, kann ich euch nicht versprechen. Ich habe keine Studie dazu gefunden. Aber
Ich mag's. Es ist ein gutes Serum. Es ist ein bisschen teurer für Drogerie, I know. So please don't get offended. Wer ausprobieren möchte, es ist ein solides Serum. Es geht besser, 30 ml Parfumfrei. Aber es ist solide. Es geht besser, was meinst du mit der Duftstoffe Füllmenge? Rausnehmen. Ja, 30 ml Duftstoffe rausnehmen. Die Formulierung. Also hier ist kein Duftstoff drin. Hier ist, also da, klar, Parfum ist drin. Und Parfum kann zigtausend Duftstoffe sein. Hier sind keine allergenisierenden Duftstoffe drin. Und es ist nicht intensiv vom Duft, finde ich. Also er verfliegt so schnell, finde ich. Und Inulin ist wirklich gut also generell. Es ist ein gutes Ding. Es ist ein gutes Saccharid. Dadurch, dass so No Make-up und Green und Clean Beauty, finde ich, passt der Duft hier halt überhaupt nicht. Nee, ich hätte es komplett unparfümiert gelassen. Seifig ist irgendwie. Ja, es riecht sehr clean einfach. Ich finde, das ist ein sehr cleaner Duft. Mich erinnert es an so ein bisschen No Offense. Ja, ich würde trotzdem so teure Foundations sagen. Nicht ganz so Dior und Chanel, sondern... Aber schon expensive eher. Expensive, mhm. Ja. Wie gesagt, es geht immer besser, aber es ist mild parfümiert. Und achso, ich habe jetzt nicht hier das Balea Aqua Serum. Ist mild parfümiert, tut seinen Job auch. Falls nur für euch, kostet 3 Euro. Das ist halt mein persönliches Favoritenprodukt aus der Drogerie, was Serien angeht, weil es ist so schwer, gute Serien zu finden. No Offense. Mhm. Es ist so schwer. Ich wünschte, es geht so viel mehr. Mehr sage ich gar nicht. Genau, das ist ein Serum, was würde ich prinzipiell erstmal empfehlen. Kann man ausprobieren. Es ist jetzt nicht das günstigste, aber maybe you should try it. So, und dann haben wir Cremes. So, ich habe jetzt ein paar mehr Cremes hier. Fangen wir erstmal mit den für mich bestformuliertesten an. Das ist die Balea Ultra Sensitiv 7% Urea. Die ist sticky as fuck, weil Urea ist klebrig. Es ist wirklich ein sehr solides Produkt. Mhm. Sehr solid. Ihr habt Glycerin und Urea, die Kombi ist einfach fucking gut. Das wäre jetzt Feuchtigkeit spendend. Das ist, ja, das wäre wirklich, das wird Wasser auf der Haut sammeln. Also wie gesagt, die beiden Cremes sind solide. Es ist unparfümiert. Lass mich jetzt nicht lügen, ich hab's als unparfümiert. Ja, doch, ist unparfümiert. Die beiden sind wirklich sehr solide formuliert. Kann ich nicht meckern. Egal ob Man oder das, ist egal, ne? Was die, ist der Unterschied? Das enthält Urea, das nicht. Und es hat ein bisschen, also die sind halt unterschiedlich formuliert. Ich finde beide aber gut formuliert. Mhm. Also beide gehen, je nachdem, was euer personal taste ist. Einfach mal ausprobieren. Mhm. Wie du schon gesagt hast, preislich ist es ja noch okay. Man wird da sich kennen. Also es ist wirklich... Ne, man lehnt sich so raus, es ist okay. Am Ende kann man nicht über einen Geldbeutel Dior, anderer sprechen. Zum Beispiel, ne? Ja, genau. Ja, ja. Also für manche ist auch Dior so, dass man sagt, kann ich mir leisten durchgehend. Es gibt Leute, die können sich das leisten. Ja, ja, klar. Und es gibt Leute, die können sich das nicht leisten. Das gibt's immer. Und deswegen machen wir das auch. Also es war mir wichtig, dass wir waren uns beide einig, wir wollen beides bieten, weil ich habe natürlich relativ teure Produkte gezeigt, keine Frage. Und ihr braucht das Geld nicht ausgeben, dass ihr Bescheid wisst. Es ist nur Empfehlung gewesen, genau wie das alles Empfehlungen sind. Also ihr müsst nicht euer Geld rausschmeißen. Das ist die Ultra-Tagespflege. Das ist keine Tagespflege. Der Sonnenschutz hier drin, das ist ein UV-Filter. Der schützt nicht. Also das ist wirklich, würde ich auch zur Nachtcreme fast schon... Also ihr könnt es gerne für die unterm Sonnenschutz noch was auftragen wollen. Das ist nur eine Variation. Ich wollte nur ein paar mehr zeigen. Die Sebamed Anti-Pollution... Hat einen Lichtzusatz von 20. Relativ solide formuliert, muss ich sagen, mild parfümiert, aber solide formuliert, kann ich nicht. Super gute Antioxidantien und wirklich gute UV-Filter. Also kein Scherz. Solides Produkt, macht man nichts verkehrt mit. Kann man auch ausprobieren. Das ist ein bisschen pricey im Verhältnis. Und dann kommen wir natürlich, das sind jetzt die Nachtcremes, außer die Sebamed. Das ist eine Tagescreme, Lichtschutzfaktor. Das ist jetzt auch Nachtcreme oder was? Das sind alles Nachtcremes, außer das. Das kannst du in der Nacht verwenden, auch wenn der Tagescreme aber steht. Aber wir wären doch nach dem Serum ja eigentlich noch an beim Tag, theoretisch. Sind wir ja auch. Und das sind für die, die noch unter ihrem Sonnenschutzcreme auftragen möchten. Aber... That's me. Aber wir haben natürlich auch Sonnenschutzprodukte aus der Drogerie. Das zähle ich jetzt einfach mal dazu, weil das hat einen Lichtschutzfaktor. Das könnt ihr alles am Tag verwenden. Ich hoffe, man sieht alles. I don't know. Genau, darüber habe ich ja gerade schon gesprochen. Das hier ist mein persönlicher Favorit aus der Drogerie. Jetzt, bevor Leute offended werden mit Brille. Amazing, you're just a beauty girl. Das ist aus der Drogerie für mich der beste Sonnenschutz, der Nivea Ultra, also der Nivea Sensitiv, wichtig. Es muss der Sensitiv sein, nicht der Mattierende oder sonst was. Die Mattierenden sind alle parfümiert. Der ist unparfümiert. Gute UV-Filter, tolle Textur, mag ich sehr gern. Und er ist tatsächlich nicht wirklich fettig glänzend. So maybe ausprobieren. Wirklich sehr zufrieden damit. Und für die, die sagen, einfach finanziell oder ich möchte nicht und ich kann nicht, whatever. Boah, ist das Zeug ergiebig, ey. Das hört der gar nicht auf. Ich will das jetzt runternehmen von mir. Krass, ne? Stresslevel Britney Spears gerade. Balea, nee, nicht Balea, Sundance ist die Eigenmarke. Kids, SPF. Es muss aber der sein, mit der unparfümiert ist. Ganz okay in den UV-Filtern, leider ein bisschen am Weißen, deswegen. Es ist okay, wir meckern nicht mehr. Es ist wirklich für die Drogerie solide. Am Ende des Tages tragt Sonnenschutz. Ihr könnt das im Gesicht verwenden, ist egal ob Körper oder nicht. Das ist Wumpe. Ihr könnt es aber auch im Körper verwenden. Das ist ein guter Sonnenschutz für den Körper. Also welche Sonnenpflege? Die sagst du, ja? Ich will die hier ausprobieren. Ich kenne die nicht. Die ist unparfümiert.
Ja, riecht aber voll nach Händedesinfektion. Da ist auch Ethanol drin. Ja. Ja, Ethanol ist drin. Ist doch aber auf Dauer dann austrocknen. Ich fand ihn jetzt nicht, also man muss es natürlich auf einem persönlichen Level ausprobieren, ich weiß nicht. Und das wäre so die Routine. Ihr habt eine Tagesroutine mit dem Sonnenschutz einfach. Ihr könnt darunter euren gerne noch eine Tagescreme auftragen, wenn ihr wollt. Das ist alles kein Problem. Und ihr habt eine Nachtroutine mit drin, indem ihr einfach so eine statt dem Sonnenschutz abends auftragt. Wichtig für den Tag, oh, das kommt mein Favorit, ne? Das ist wirklich seit Jahren. Das nehme ich mit nach Kenia. Das ist wirklich seit Jahren mein Favorit, kein Scherz. Mhm. Das ist die Sundance Lippenpflege, die haben jetzt die Verpackung geändert. Aber es ist so ein Labello-Stick. Es ist halt wirklich pflegend, gute UV-Filter. Keine Sorge, die UV-Filter sind nicht schädlich. Ihr müsst nicht den ganzen Stick essen. Das ist ja das, wovor Leute Angst haben. Eure Meinung, bitte nicht offended fühlen. Wer keinen Sonnenschutz verwenden möchte, ich diskutiere da gar nicht. Das ist für mich mein Favorit. Auch die Lippen sind gepflegt werden, denn die Lippen werden auch faltig. Wollen Leute Sonnenbrand auf den Lippen, wenn der es hier schon mal hatte, dann weißt du, was das ist. Der dafür ist wirklich auch Lipfiller. Dafür gibt es Lipfiller, aber die werden nicht gekennzeichnet, ne? Dann sagt man, das kommt nur durch meinen Dermaroller. Secret Lies. Ja. Was? Ich verstehe nur Bahnhof. Kennst du Secret Lips? Die Werbung, die alle Influencer machen, wo sie sich mit dem Dermaroller über die Lippen gehen. Jeder macht das. Das ist auch so eine, hier mein Code 30%. Haben die so angeschwollene rote Lippen. So angeschwollene rote Lippen. Das kommt dadurch, dass Nadeln deine Lippen durchlöchern. Oh. Das ist der Dermaroller. Benutzt sowas nicht. Lass das professionell machen. Mit Nadeln? Das sind halt 0,6 mm oder whatever Nadeln. Aber es ist am Ende nicht gut. Und das siehst du auch. Und dann rollen die sich drüber. Mhm. Du weißt, was ich meine, ne? Diese Roller, die so beliebt sind. Lass das. Nee, weiß nicht. Auf jeden Fall leider die einzige gute Tageslippenpflege aus der Drogerie-Tee. Die ist wirklich gut, no joke. Also wirklich die full on, gib ihm tagsüber und auch mehrfach nachtragen, ne? Ist wirklich, she's glowy. She's very glowy, I love it. Intense. Jetzt schön Foundation auftragen. Und dann einfach nur, das wollte ich nur einfach zeigen, weil für rote, gereizte Stellen im Gesicht, am Körper, nobody cares, an den Händen, die CK-Creme von Mixer, I don't know, 5% Panthenol. Panthenol ist sehr hautberuhigend. Absolut solides Produkt. Unparfümiert. Könnt ihr auch im Gesicht durchaus mal auftragen. Ist das grün? Nee, Sika verbindet man damit, ne? Weil wegen Antirötung. Ja, diese Dr. Jarge. Ja, Geschichte. Ich wünsche dir, wenn unparfümiert, das Ding, was du mir gegeben hast, ich schwöre, ich liebe es. Ja, ist aber wirklich. Es ist parfümiert. Ja, diese Kräuter, an sich ist es geiler Geruch, so kräuterig, man denkt so, mein Gott, ist voll healthy und so, aber ich würde es tatsächlich, so ein gutes Produkt, wenn sie da noch den Duft rausnehmen würden. Dr. Judd, maybe you see it, please take off the fragrance, thank you. Für was ist Panthenol? Panthenol ist Entzündungshemd. Das ist einfach ein Stoff, der ist Entzündungshemd, der sorgt wirklich, der kann einige Reaktionen unterbinden. Plus, was das Coole an Panthenol ist, ist gleichzeitig ein Feuchthaltemittel, also es hilft auch der Haut wieder ein bisschen. Das ist wirklich gerade vielleicht für deine Hand, Herr Schmidt, gar nicht so verkehrt. Maybe you should try. Kurze Gesichtsmaske, weil viele wollen Masken verwenden. Ich habe jetzt die von Schebens, die Totes Meer Schlammmaske, die ist unparfümiert. Ihr könnt auch von Luvos diese Heilerde nehmen und anrühren. Mache ich nicht mehr so regelmäßig. Aber so ab und zu kann man machen, alles ich gut. Ich finde, wenn ich so einen Monat habe, wo ich viel, viel Make-up getestet habe und ich so Bock habe, mir, wisst ihr, für mich ist Maske so Entspannung. Gefühlt helfen die gar nicht. Mm-mm, aber man hat so ein Feeling von Me-Time. Was all diese antrocknenden Masken machen, egal von welcher Marke am Ende des Tages, sie absorbieren Hautfett, das war's. Nur kleiner Tipp, vielleicht könnt ihr, wie heißt sie nochmal, Mermaid, I don't know, Haarmasken. Es gibt so Haarmasken von Influencern, die sehr beliebt sind. Jeder Influencer, die Bette, also die kämpfen für die Rabattcodes. Wusstest du, das ist nicht von Anfang an geregelt. Die kämpfen für die Rabattcodes. Okay. Alles für die Follower. das ist am Ende einfach nur eine Gesichtscreme, die mit Heilerde gemischt wurde. Wenn ihr das machen wollt, mischt euch Heilerde mit ein bisschen Öl an und Wasser, schmiert es auf die Kopfhaut, falls ihr Entzündungen habt oder so. Nimmt Sonnenblumenöl, braucht kein teures Öl. Nur ein kleiner Tipp kann man auch als Haarmaske wirklich machen, für an der Kopfhaut, wenn man wirklich sagt, meine Kopfhaut ist gestresst, kann helfen. Kann man dann nicht einfach die Haare waschen und zum Beispiel so Mandelöl ganz viel reinmachen? Kann man machen, aber das pflegt nicht wirklich. Also auch so Kuren über Nacht bitte nicht. Ist nicht gut. Die Haare quellen am Ende nur. Und dann im Bett durch die Reibung, durch die können abbrechen, ist echt nicht so geil. Ich habe mit so vielen Leuten, Haarpflege-Experten, Hypatze, geredet. Die sagen alle immer wieder, die verstehen diese Trends nicht mit diesen Haarölen, diese teuren Haaröle. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe jetzt ganz viele Haaröls benutzt, wirklich von wirklich allem bis ganz günstig bis ganz teuer. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass irgendwas an meinem Haar passiert ist. Also wirklich noch never. Ganz einfache Regel. Keratin, wenn es zerbricht im Haar, zerbricht es. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Es ist zerbrochen, muss es ab. Ganz einfach. Da gibt es kein, dieses Haaröl helfen, nur so soft bleibt. Genau. Könnt ihr machen. Und es ist egal, ob ihr Silikone nehmt, weil alle immer so Silikone sind schädlich. Nein, Silikone schließen die Schuppenschicht der Haare, genau wie dein Arganöl das tut. Deine Entscheidung, was du willst. Haaröls. Haaröls, man kennt es. Ne?
Öls, das ist ja ein bekannter Spruch hier auf dem Kanal, schon hatte das nicht. Öls. Oh mein Gott, I love my body Öls. Körperpflege, oder? Vamos. Ja. Duschgel ist mir egal, benutzt, was ihr wollt. Keine Ahnung, was soll ich sagen? Alles, was ihr runterwascht, ist am Ende, kann ruhig parfümiert sein. Ist mir persönlich Wumpe. Auch bei Gesichtssachen, was ihr runterwascht, kann parfümiert sein. Ich habe ein Duschgel, das finde ich echt gut, aber es ist halt parfümiert, das ist so von einem Duft, den ich liebe. Welchen? Leider auch zu teuer, das Le Labo. Kenn ich nicht. Oh, das riecht so. Willst du mal dran riechen? Ja, bitte. Oh, ich mach, soll ich weitermachen? Ja, mach du. Oh, I love it. It's my channel, hello. It's me again, Mariah. Duscht, womit ihr wollt. Eincremen, die beiden sind super. Unparfümiert, unparfümiert, gute Texturen, ziehen gut ein, kleben nicht, alles super. Wirklich kein Problem mit beiden. Beide schon, also das noch nicht so häufig. Dann habe ich jetzt eine Flasche leer gemacht. Das Ding habe ich schon ein paar Mal leer gemacht. Beide sind wirklich absolut gute, solide Produkte. Da musst du musst nicht für eine Körpercreme 300.000 Euro ausgeben. Wirklich nicht. Mhm. Die tun ihren Job richtig gut. Die haben echt gute Texturen. Denke, geht auch fürs Gesicht, by the way. Ist geil, ne? Das riecht unparfümiert. Mhm. Amazing. Das ist ein Hammer, doch. Das riecht nach Olive. Ein Shampoo. Ich habe jetzt einfach ein Shampoo genommen. Viele Fragen nach Shampoo. Kur könnt ihr verwenden, was ihr wollt. Spülung, whatever. Das ist ein mildes Shampoo. Also, das ist wirklich ein mildes Shampoo. Könnt ihr ausprobieren? Vielleicht funktioniert. I don't know. Es ist wirklich mild formuliert. Gibt nichts zu meckern. Es ist unparfümiert auch wieder. Okay. Jetzt noch ganz kurz das Thema Babypflege. Das ist so ein Ding. Körperpflege für Babys, auch für Erwachsene. Also, nur weil es für Babys ist, ist es nicht für Erwachsene nicht zugelassen. Und nur weil es für Kinder ist, ist es nicht automatisch die bessere Hautpflege. Manche Marken parfümieren so krank heftig und die wundern sich, warum das Allergiepotenzial von Kindern immer stetig steigt. Aber nun gut. Babyöl. Genau. Babyöls. Babyöls. Penaten. Penaten hat ja die Standarddinger, die man kennt, aber die haben auch die Ultrasensitivreihe, die ist tatsächlich unparfümiert. Dann gibt es ein Set von, das finde ich echt solide. Ihr habt eine Körpercreme, ein Pflegeöl und eine Gesichtscreme. Könnt ihr alles für euch verwenden, wirklich alles. Und genauso fürs Kind. Achso, nee, Bart und Shampoo. I'm so sorry, I'm offended. Das ist ein Bart und Shampoo. Das Pflegeöl, es ist total mild, weil es nur Paraffinöl ist. Ich muss ganz... Bruder, was... Das ist ja wie mit Kindern, das hat nicht ohne Grund die Kindersicherung, ne? Ja, ich krieg's nicht so doll runter, lass mich. Aber Öls? Öls? Pflegt das? Ich dachte, Öle machen nichts für die Haut. Naja, sie sorgen dafür, dass du weniger Wasser verlierst, ne? Und deswegen, I love it. Das ist Paraffinöl. Bevor ihr jetzt ein Herz... nach der Dusche komme, einfach... Kannst du machen, aber es wird ölig. Also es wird wirklich, weil es Paraffinöl ist. Just saying. Bevor ihr jetzt offended seid und ausrastet, wie kann man nur Paraffinöl benutzen? Das ist doch krebserregend. Die Studien beziehen sich auf damals, wo es ungereinigtes und nicht kosmetisches Paraffinöl ist. Das ist aber ein solides Produkt. Das also wirklich genau kann wie... Kann ich da nicht einfach Pflanzenöl nehmen? Kannst du machen. Für die, die kein Paraffinöl verwenden, aus welchem Grund auch immer, eure Entscheidung. Genau wie Vaseline. Mandelöl nehmen. Kannst du Mandelöl nehmen, du kannst Kokosöl von mir aus nehmen, du kannst Jojobaöl nehmen. Jojobaöl ist mein persönlich, also Jojoba und Arganöl, aber eher Jojoba, weil Jojoba wirklich für mich unproblematisch ist. Verwende ich auch mega gerne im Gesicht. Das ist wirklich gut. Und bitte gib bei Jojobaöl nicht viel Geld aus. Marula? Ach, ich liebe es fürs Gesicht, also fürs Gesicht. Aber ich muss sagen, ich persönlich tendiere jetzt aktuell zum Jojobaöl. Es ist einfach so, ich wechsle, wie es kommt. Aber ist ich verwende immer auch eine mit Gesichtscreme. So, ja. Ne? Dann es gibt Foundation. Nicht eine Sache, ja. Und einen Monat später, ja, hatte du benutzt die gar nicht mehr. Magst du das nicht mehr? Nee. Dann sage ich, nee, klar, benutze ich nur. Ich teste ja auch sehr viel. Klar. Und ich glaube, die vergessen manchmal, dass ich so halt das Ganze teste. Ich bin ja nicht so die Privatperson, so die auf der Suche nach ihrer perfekten Foundation ist, sondern ich teste den ganzen Shit ja eben für die Leute. Aber es macht ja auch einfach Spaß, ne? Das ist ja deine Leidenschaft. Ich brenne halt auch für Hautpflege und ich benutze zig Gesichtscremes, Reinigungsprodukte, Serien. Ich möchte einfach für jeden irgendwie so einen Ansatz finden. Deswegen machen wir auch dieses Video. Jeder soll sich was leisten können. Es geht nicht darum, dass Leute nur teuer. Ich will, dass wir ein Mittelding haben. Und ich denke, damit, also das sind Produkte, die ich selber benutzt habe und selber kenne. Und ich weiß, dass ich sagen kann, ich finde die Produkte gut. Wer es danach kauft oder nicht, I don't know. Dann würde ich sagen, hast du noch was? Ja, klar. Ich habe noch eine Sache, die ich sehr wichtig finde. Zahnseide-Sticks. Das hat der tatsächlich wirklich mit in den Kopf. Kein Scherz. Ich finde das so wichtig, weil ich habe immer auf meine Zahnpflege geachtet, aber ich habe mir Zahnseide nie als so wichtig empfunden. Oh, bei mir geht gar nicht ohne. Ja. Kann ich also verstehen jetzt. Kann ich jetzt absolut nachvollziehen. Einzigen Tag könnte ich auf Zahnseide verzichten, aber mein Zahnarzt sagt auch immer, man merkt, ich bin da immer dran. Deine Zähne sind auch fucking weiß. Ohne einen Bleachingstift. Die sind echt so krank weiß, das ist echt nicht gar normal. Nicht. Das Zeug ist wirklich, also egal ob Zahnseide-Sticks, whatever, ich benutze halt Sticks. Er mag Sticks, ich kann damit zum Beispiel gar nicht arbeiten, ich mag lieber die Schnur. Ja. Aber ungewachst.
Es ist mir so egal, Hauptsache Zahnseide. Ich würde sagen, man kann einfach mal so ein Like geben. Vielleicht auch so einen netten, nein, nicht nett, aber so einen Kommentar mal verfassen. Einfach mal schreiben, was man davon denkt, was man davon hält. Einfach mal ein bisschen Feedback geben. Ja, uns beiden vielleicht auch auf Instagram folgen. Es lohnt sich. Instagram ist ganz cool. Ich mag Instagram sehr gerne. Ja, Instagram ist cool. Aber die Leute haben gefragt, ob ich YouTube mache. Nein. Wenn ich den Aufwand sehe, ich würde auch nichts anderes machen wollen. Es ist halt sehr anstrengend. Also es ist halt mehr, als die Leute jemals glauben werden, dass es ist. Aber ist auch okay. Ich werde auch nicht mehr drüber sprechen, weil man aber ja ich werde drüber. Nee, ich werde drüber sprechen. Don't give a fuck. Deswegen. Glaub mir, Kinders, ich kann euch versprechen, ich mache das jetzt zum zweiten Mal und ich würde, wenn ich das täglich mache, ich würde, no joke, ich wäre, glaube ich, echt am Überlegen, ob ich nicht alles einfach mehr aufhöre. Also das meine Freundin so hat das exakt gleiche gesagt, nicht so denn. Die hat ja mit jetzt 2 oder 3 Videos gemacht, ja, genau, die so ja. hatte. Ich wusste, du arbeitest viel, aber ganz ehrlich, krass, wie du das all, wie man das einfach schafft. Ja, du darfst das aber nicht sagen, weil dann bist du halt arrogant und bla 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 und heul nicht rum. Genau. Kinders, jeder Mensch darf sich beschweren. Es ist korrekt, du darfst dich genauso beschweren, wenn du deinen Fuß irgendwo gegenstößt, dass sich das abfällt. Dann fluchen wir. Ja, dürft ihr gerne machen. Ist doch nicht schlimm. Warum darf man nicht sagen, es ist so viel Arbeitsaufwand, das glauben, ich habe es ja selber nicht geglaubt. Die junge Maus saß ja einfach durchgehend, hat geschnitten bis zum geht nicht mehr, weil am nächsten Tag das Video rauskommt, sagte ich dann so. Und für mich war es schon anstrengend, an dem Tag irgendwie alles organisiert hinzubekommen. Und du kriegst Mental Breakdown gefühlt und ziehst trotzdem durch. Und ich denke mir so, ich hätte dafür ich weiß, dass ich drunter zerdrückt werde. Und dann hast du auch diese Leute, weil wisst ihr, deswegen sage ich, schreibt einen Kommentar, weil Support ist kein Mord. Wir tendieren so schnell zu Negatives zu schreiben. Negatives fällt uns immer auf. Negatives schreiben wir schnell. Einfach mal schreiben, cooles Video. Einfach nur ein Herz, einen Daumen hoch. Das schadet euch nicht. Dieser Content, egal ob ihr es hören wollt oder nicht, ist gratis. Das verstehen Menschen. Ihr zahlt alle keinen Cent dafür. Aber jeder möchte immer so, Adblocker, keinen Kommentar, null, aber Disliken und negative Kommentare sofort. Und 20 kommt fertig. Das ist halt leider halt echt so. No offense, aber falls es euch gefällt, gern einfach mal einen Daumen hoch lassen. Ja. Einfach mal abchecken, schaut die Videos. Wisst ihr, ich mach das voll gern. Die Leute, die ich unterstützen will, ich lasse deren YouTube-Videos einfach nebenbei abends laufen. Ich höre nur gern zu, Podcast. Ich muss sie nicht mal sehen, einfach nur so für mich. Ich habe es auch schon mehrmals gesagt, weil so manchmal schön. Fragen Zuschauer, hey, Hatti, wie kann man dich unterstützen? Genau so. Vielleicht hast du ja mal kein Interesse an dem Thema oder auch keine Zeit. Aber du musst jetzt kochen oder Wäsche machen, dann einfach im Hintergrund ohne Ton laufen lassen. Und wirklich auch, das denken Leute nicht, aber ich weiß, Leute wollen nicht hören, dass man sagt, Likes sind, also ein Like ist nicht, man kriegt nicht 1000 Euros für ein Like, das denken ja Leute. Nein. Für ein Like Geld bekommen, Jesus. Wenn das funktionieren würde, Bitch, listen. Da wäre ich schon reich. Ja, also. Aber was gut ist, es ist für den Algorithmus gut und das schneiden Leute nicht. Das ist für, also es hat, für, wenn, wer sagt, ich möchte euch unterstützen, nur, ich mein Gott, ich will niemanden angreifen. Wer sagt, ich kann mich überwinden, ein Like zu geben. Ich kann mich auch überwinden, wenn ich mal Bock habe, einen Kommentar zu. Nur wenn ich Bock habe. Mhm. Alles gut. Auch wenn, sag ich nicht, alles gut, kein Angreifen. Die Sache ist ja auch, dass aber es sich schadet diese nicht. Plattformen auch einfach geändert haben. Es ist nicht mehr, ja, broadcast yourself und so. Das ist, diese Plattformen sind so groß geworden. Also da sind Menschen, die machen Millionen mit diesen Videos. Oh ja. Das hat gar nicht mehr was mit Like Geilheit zu tun, sondern dein Kanal funktioniert nur noch mit exakt. Zahlen. Aufgrund der Algorithmen. Ja. Das heißt, du wirst automatisch nicht mal von der Person gemessen, wie viele schreiben Kommentare, sind da Likes, also wie ist die Interaktion überhaupt? Und das entscheidet, ob dein Video überhaupt irgendwie irgendwo gedingst wird. Ja, die supporten wollen, tut mir einen Gefallen. Es bricht euch keinen Zacken aus der Krone. Ihr sitzt doch eh vorm Laptop. Wenn ihr sagt, ey, das hat mir irgendwie was gebracht, es hat mich unterhalten. Und sei es auch, dass ihr sagt, hey, ich habe 20 Minuten Zeit überbrückt. Dieser eine Klick, das ist fertig. Das ist wie wenn Leute sagen, Instagram liken, viel zu anstrengend. Digi, Doppeldip. Du machst zweimal, aber den ganzen Tag sitzt sie so am Scrollen und Netflix. Aber da haben wir keine Zeit für. Aber für ein Netflix-Abo zahlen sie dann trotzdem 15 Euro. Sind sie bereit für? Also wisst ihr, was ich meine? Es ist so, YouTube ist kostenlos und wir sind so verwöhnt. Wir sind so verwöhnt, dass alles kostenlos ist. Mhm. Ist genau wie mit Klamotten und Fleisch und diese ganze Diskussion. Wir sind so verwöhnt. Wir sind so verwöhnt. Ja. Dieser kleine Like, dieses kleine Kommentar, sei es auch nur ein Herzchen, sei es auch nur deine Meinung, auch wenn sie nicht positiv ist, Meinung ist immer gern gesehen, Kritik ist gern gesehen, sachliche Kritik, nicht schreiben, oh, der dumme Fettsack und die dumme türkische Maus, ist halt so, sorry, das ist, damit kann ich, da darfst du dich nicht wundern. Aber nee, was haben wir gelesen? Ich habe einen schlechten Einfluss auf mich. Ihn. Kinders, das ist das Ding, was mir Freunde nicht glauben wollen, aber die mich vielleicht persönlich schon gesehen haben, gewissens, und auch Freunde von mir, war immer so, ich habe völlig einen Namen. Ich liebe meine Eltern dafür, dass sie mich akzeptieren, wie ich bin. Ach so, Mama, bitte nicht sauer sein mit dem Piercing. Ich liebe dich trotzdem. Enterbt. Von euch würde ich gerne einmal wissen, was habt ihr davon benutzt?
Jo. Sind hier völlig neue Produkte dabei. Das wäre interessant. Ansonsten findet ihr Leons Channel ganz oben. Channel? Hast du einen YouTube mit ich habe einen, aber scheiß drauf. Instagram. Folgt mir auf Instagram. Da bin ich aktiv. Ja, pack dich um. Wirklich, da bin ich aktiv. Infobox. Du bist ein Schatz, danke. Thanks for the support. Das letzte Video findet ihr hier oben. Ansonsten bedanken wir uns beide bei euch fürs Reinschalten. Vielen, vielen Dank und abonniert diesen Channel. Küsschen. Dankeschön. Dann ciao. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinschalten. Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch. Ciao. Ciao.